Okay, Rendite. 16:30 Uhr und mit Apo RD. Leben wir. Ich habe eine Sprachnotiz von Apo Red bekommen. Da bin ich jetzt natürlich gespannt, wie es sich gewandelt hat jetzt in den letzten Jahren. Lange nicht mehr gehört, Digga, aber im Grunde und Ganze bin ich noch immer hart auf hart der gleiche freshe Typ wie vorher. Ich kann nicht glauben, dass Apo Red das einfach rausgehauen hat, Dog. Ich kann es wirklich noch lassen. Oder gab's in deiner Wohnung? Ich habe sehr viel, wahrscheinlich anscheinend noch sehr viel Lazos und Marks in meiner Wohnung, leider. Ich will gar nicht wissen, wo überall. Im Wäscheraum habe ich noch niemanden gefunden, aber ich bin mir sicher, da sind bestimmt noch 20 oder so. Winter hat Geburtstag, ja, Mann. Oh. Hey, hast du mich gratuliert? Ich habe was ganz anderes. Das hört sich falsch an. Morgen zum Shooting, elektronischer freier Tag. Leben wir. Vincent, wie läuft's? Handy freier Tag mit Nico. Kannst du den Nit in M mitbringen? Wir brauchen den fürs Model. Die ersten gehen jetzt schon wieder. Ich bin gerade angekommen. Also, Checker, mach's gut. Schönen Tag, Digga. Hab mich gefallen. Hey, mich auch, Digga. Die 5 Minuten waren echt Killer. Warte mal, Henry, riechst du den Geruch? Boah, hier riecht's komplett versnitcht. Ich gehe bei mir in Livestream-Chat rein. Einer schreibt, ich habe Steffen im Club gesehen. Der hat sein Getränk über mich verschüttet. Und dann hat er gesagt, ja, du kriegst einen 10% Gutschein bei Ola Kala. Steffen hat sich nie gemeldet. Bester Mann, Steffen. Grüße an Dog. Was ist das denn? Hä? Hast einen Fotografen bei dir in der Firma? Der verschüttet jemanden random im Club ein Getränk auf jemanden und sagt zu dir, yo, hier 10% Gutschein bei Ola Kala? Bro, was? Was für ein Typ bist du, dass du da stehst und sagst, oha, ja, Ehre, danke dir. Hey, ich wär pisst, Mann. Was für 10%? Klär mir, was von der Kollektion? Oder wer ist Inscom 21? Und was ist dieses Ola Kala? So rauszoomen mit dem Objektiv? Das geht gar nichts an. So, also für alle Leute, die meinen, sie müssen hier was bei unserer Marke bestellen, erstmal mein herzliches Beileid. Für jede Bestellung gibt es ein Goodie dazu. Und zwar könnt ihr euch dann hier so ein Metal Plate in euren Schuh rein eskalieren. Das ist cool. Wir suchen noch einen Videografen, bewerbt euch auf gar keinen Fall in dieser Firma. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich esse normalerweise immer so, ich stelle mir mein Essen hier hin, ich mache den Fernseher an und gucke mir eine Serie an, einen Film an und nebenbei bin ich noch irgendwie auf Instagram, WhatsApp, Nachrichten checken. Digga, das ist doch nicht gut für deinen Kopf. Das kann doch nicht gut für den Kopf sein. Digga, das ist Seven vs. Wild, Lazo Edition daheim und Lazo ist so ein bisschen wie Fabio. Das ist doch nicht gut für deinen Kopf. Das kann doch nicht gut für den Kopf sein. Ich habe mir ein neues Handy geholt für meinen elektronischen freien Tag. Und Fritz hatte das auch. Ja? Klar! Du willst 6K gewinnen? Du willst ein Kindle gewinnen? Du willst Musikkopfhörer gewinnen? Du willst andere Sachen ja. gewinnen? Komm mit. Bist du wie viel denn jetzt nochmal? Das ist der Elfter. Danke mal, Jusser. Lass ich so. Hey, Chef. Uwe. Ja! Die Aktion endet am 30.11. um 0 Uhr. Wer da nicht mitmacht, schiebt aber in die ganz falsche Richtung. Gesponsert ist das Ganze natürlich von Microsoft Surface. Kollegen von mir, Unternehmer. Das Geile bei der ganzen Aktion ist, naja, alle... Das Motorola war Killer. Bro, als das Motorola Racer rauskam, die ersten, die das hatten, waren richtig krass unterwegs. Einer, mit dem ich auf die Schule gegangen bin, der hatte das recht früh. Die Familie war aber auch so wohlhabendmäßig oder ist immer noch. Und wir alle dachten so, okay, krass. Ehrlich krass, dass er das hat. Das Razer war richtig heftig. Prime-Student-Mitglieder können an dieser ganzen Aktion teilnehmen und das ist das Geile! Die ersten 6 Monate, wenn ihr Azubi seid oder Student, könnt ihr ohne Kosten abschließen. Und ab dem Zeitpunkt gibt es 50%, das heißt nur noch 3,90 € im Monat. Und wer da nicht zuschlägt. Ich weiß nicht, wie viele Vorteile ich noch aufzählen soll. Klar, kostenloser Versand, kostenlose Videos bei Prime und kostenloses Gaming. Das ist ja wirklich absolut super strange. Und bei Prime Gaming könnt ihr jeden Monat einen kostenlosen Twitch-Account abonnieren. Ich empfehle euch stets nicht meinen. Natürlich gibt es dementsprechend auch noch den dementsprechenden Loot. Liebe Leute, schlag zu. Tatsächlich, glaube ich, hier einfach nur fehlt. Heute. Angstpotter? What the fuck? Ey, diese Werbung, ich habe gar nichts verstanden. Nur Gewinne, Gewinne, Gewinne. Erster Link in der Videobeschreibung. Das ist das, was ich mitgenommen habe. Ich würde jetzt nochmal kurz den Stand der Dinge abfragen. Das war Parcel. Wie ist der Stand der Dinge? Ey, wir haben ein kleines Problemchen. Da drin ist ein Tiger. Ich muss jetzt ein Bild machen, okay. In der Zwangsjacke. Und das Skript hinter dem gesamten Bild ist... Das Ding ist, Vincent war auch normal, als er zu G-In gekommen ist. Und der Zustand von Vincent verschlimmert sich von Jahr zu Jahr. Vincent so underrated, der ist null... Also, für mich ist er nicht underrated, aber gut, ich kenne ihn halt auch wahrscheinlich mehr als ihr so und ein bisschen besser. Aber der Typ brennt, also, der wird am Ende von seiner G-In-Karriere, wird er nichts mehr haben, ne? Also eine Lehre und so. Vincent sagt, das ist sozusagen der goldene Schnatz unter den Instagram-Bildern. Ich muss meine Hose dabei runterziehen. Bilder ohne Hose... Leben wir! Seine Hose selber ausziehen? Nee, das muss ja jetzt der Witze machen. Ein Tod muss halt sterben. Leben wir!
Ey, was tue ich hier, Mann? Ja, warum? Like das Bild, sonst haben wir massive Probleme in der Firma. Ich sehe aus wie ein Aktmodel, oder? Ja. Wie Emma Louise bisschen. Heute war einer der Morgen, an dem ich selber nicht verstehe, was für ein Idiot ich eigentlich bin. Ich habe heute Morgen 3 Stunden lang im Wolf of Wall Street Style Sprachnotizen und Videos an irgendwelche Leute versendet. Chris, ich bitte dich, schau dich doch bitte noch einmal ganz genau um. Und was siehst du? Richtig. In solchen tiefgründigen Phasen meines Lebens überlege ich immer, was wird als nächstes passieren. Junge, was ist denn jetzt los? Jetzt schiebt es. Ey, Dinger, den müssen wir recorden für den Cut im Vlog. Kein Problem. Wir aus unserer Branche sniffen Kokain den gesamten Tag. Und wenn du keine Rendite erzielst, dann bist du im falschen Business investiert. Ja, lass mich kurz das Blatt nehmen, ja. Okay, pass auf. Ich investiere in Thesaurierer, denn ich bin kein Taschengeldkassierer. Ich komm wieder zurück mit ner Rendite, bei der selbst deine Ma sagt, okay, jetzt schiebt es. Und falls du dich gerade fragst, was du dir hier für ne Sch... Bruder, ich kann nicht mehr. Bitte reagiert, Werner Frankfurt. Die lebende Legende ist seit einem Monat auf YouTube und niemand hat reagiert. Ey Mann, immer diese TTS werde ich mir ein Video anschauen. Oh Mann, ey, Dave und Dominik müssen ja so abkotzen jedes Mal. Ich bin echt am Ende. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich kann euch nur eins sagen. Da war Lazzo noch nüchtern, okay? 2,5 Stunden später durften wir ihn nach Hause fahren und Lazzo ist nicht mitgekommen von dem Homie ins Casino an dem Geburtstag, weil er es nicht mehr gepackt hat. Weil er dachte, es sei schlau mit dem Homie eine absolut Wodkaflasche zu trinken auf leerem Magen. Lazzo, Kuss und Gruß geht raus an dich. Bei der selbst deine Ma sagt, okay, jetzt schiebt es. Und falls du dich gerade fragst, was du dir hier für eine Scheiße reingezogen hast, dann weißt du, dein Tag ist versaut. Das ist ja wirklich absolut super strange. Digga, Buddy Ogün, oder? Buddy Ogün war das, glaube ich. Oder Buddy Ogün, auch lebende Legende, ehrlich. Das waren noch die alten Zeiten mit Buddy Ogün. Ey, Kuss und Gruß geht raus, der Lazzo. Kennt denn jemand überhaupt noch von euch? Oder 2010, der war krass damals auf YouTube. Das ist wirklich eine Legende. Das ist vor 11 Jahren hochgeladen worden. Da war ich fucking 15. Und, wohin gehst du? Ich hab Altpapier wegbringdienst. Florian? Hast du die Spülmaschine ausgeräumt? Hä? Ich hab doch diese Woche gar keinen Putzdienst. Hallo? Wie wär's, wenn du mal den Plan guckst? Ey, never, ey. Ich hatte doch gerade vor 2 Wochen Putzdienst. Diese Woche ist doch Hauke dran. Florian? Hauke hatte vor 2 Wochen Putzdienst. Du hattest vor 3. D.H. Dass du diese Woche Putzdienst hast. Ain't no way. Das kann überhaupt nicht sein. Oh Mann. Du bist ja wirklich... Bro, das Ding ist, bei Buddy Ogün, der ist verschwunden. Und irgendwie über die Zeit ist es halt wirklich Marion geworden. Also das ist Marion früher gewesen. Die Pläne sind alle hier in diesem Ordner abgeheftet. Gute Nacht und danke für diese Punkte. Sag mal, Florian. Hast du ein Wacholderbeerjoghurt in meinen Kühlschrankfach gestellt? Ich? Nee, das muss Hauke gewesen sein. Ganz ehrlich, es kann doch wohl nicht so schwer sein, die Sachen ins eigene Fach zu stellen, oder? So, hier habe ich die vorletzte Woche. Da steht es schwarz auf weiß. So richtig deutsch, Mann. Alter, der... Frag mich bei die Ogi, das frage ich mich auch. Wisst ihr, wie ihr jeden... Die Rolle fand ich am besten. Die Rolle fand ich so geil damals. Damit war der ja auch bei TV Total, ne? Mit Zimtstern, ich schör, was los? Dave, ich hab mich letztens mit so einer miesen Amok-Song getroffen, ich schör. Ich hab für sie so Zimtsterne gebrochen, was los? Dave, wir treffen uns so. Ey, das Handy, was er da hatte, das war dieses, wie heißt das, Slideshot oder so, ich weiß es nicht mehr, das Handy war auch krass, das Handy war richtig krass. Die sagt so, oh, wie süß, die ist das, ne? Aber mein Telefon wird... Cybershot, true. Ja. Hey, Süße, was los? Dings,
Süße, ich bin voll so schlecht drauf. Ja, ich war gestern so Kiez, ne? Nein, nicht große Freiheit, ich war so Passion, ne? Ja, ich gehe zur Toilette, ne? Auf einmal, ich sehe so Billy, er macht mit der Klofrau rum. Ja, ich schäle so ein Opfer. Ja, süße Schö, Dings, ne? Er soll mich nie wieder nerven, ist so, ich schäle. Ja. Dings, Süße, lass mal morgen erste und dritte Stunde schwänzen. Ja, wollen wir? Ja, okay, bis morgen. Ja, was geht, Süße? Ja, bis dann. Ciao, Süße, ciao. Auf jeden Fall, ne? Sie sagt so, oh, wie süß und so. Bam, was los? Sie hat sich gleich verliebt in mich, ich schwör. Und dann? Was los, Jungs? Quote, Mote, was los? Kannst du da hinten vielleicht mal ein bisschen leiser sein? Du redest nur Blödsinn. Was willst du denn, Digga? Was? Ich rede nur Blödsinn, Digga. Glaubst du mir nicht, oder? Das ist ein Banger, ja. Die Jacke schiebt, ey, alles schiebt anders. Alles schiebt anders da.